Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich im Rahmen der Medizinakademie Sprechstunde des DRK Karlsruhe zu einem spannenden Thema, bei dem sich ja gerade aktuell unglaublich viel tut. Deswegen freue ich mich, dass ich mit dem Direktor der Augenklinik im Städtischen Klinikum Karlsruhe, Herrn Prof. Dr. Albert Augustin, einen ganz exponierten, prominenten und kompetenten Gast hier habe. Herr Prof. Augustin, sagen Sie uns, was tut sich im Augenblick? Ich habe von Hornhaut Transplantationen gehört. Wo stecken Chancen und Risiken? Hornhäute werden ja schon seit langer Zeit transplantiert. Und im Moment befinden wir uns in einer Phase des Übergangs zum Hornhautteilersatz. Die sogenannte penetrierende Keratoplastik, Hornhautverpflanzung, wo also die gesamte Hornhaut in ihre Dicke verpflanzt wird, wird immer weniger gemacht. Bei vielen anderen Krankheiten genügt ein Teilersatz. Das ist insofern charmant, weil man weniger Hornhautverkrümmungen erzeugt durch man braucht keine Nähte. Das Gewebe kann häufig quasi geklebt werden, mit Luft oder Gas herangedrückt werden von innen. Also da tut sich im Moment relativ viel. Wo befindet sich die Hornhaut eigentlich genau? Die Hornhaut ist der vorderste Teil des Auges, der durchsichtige Teil. Das Organ oder der Teil des Auges mit der höchsten Brechkraft, ein ganz wichtiger Teil, hat 42 Dioptrien Brechkraft. Im Vergleich dazu die Augenlinse nur 14 bis 16 Dioptrien. Da kann man sich schon vorstellen, dass es natürlich ein hochsensibles Organ ist. Wenn sich da nur ein bisschen was verändert, verändert sich das Sehvermögen dramatisch. Ne? Herr Professor Augustin, spielt das Alter eine Rolle bei dieser Problematik? Es gibt natürlich Augenerkrankungen, die häufiger im Alter auftreten. Deshalb würde ich mal sagen, dass wir mehr Verpflanzungen bei älteren Menschen machen, aber auch junge Menschen können betroffen sein. Also alle Altersgruppen. Ja. Und was sollte ein Betroffener tun, wenn er spürt oder merkt, dass da irgendwas mit seiner Sehkraft nicht mehr stimmt? Naja, er muss zum Augenarzt gehen. Der Augenarzt wird letztlich ihm sagen können, was los ist. Kann er zuverlässig diagnostizieren. Ob er einen grauen Star hat oder ob es eine Hornhauterkrankung ist oder irgendwas anderes. Er muss definitiv vom Augenarzt untersucht werden. Und wann würden Sie einen solchen operativen Eingriff empfehlen? Wann ist es soweit, dass man da was tun muss? Ja, immer dann, wenn die Hornhaut erkrankt ist und wenn keine Aussicht auf Erfolg ist, mit Hilfe von Medikamenten. Es gibt beispielsweise eine Erkrankung, die heißt Fuchsche Endotheldystrophie. Da ist der hintere Teil der Hornhaut erkrankt. Dann wird kein Wasser mehr abgepumpt aus der Hornhaut. Dann schwillt sie an. Und das ist jetzt so ein Fall, wo man tatsächlich nur die innerste Schicht einfach nur ersetzen braucht und die ganze Hornhaut bleibt. Und die innerste Schicht, wenn die wieder funktioniert, wird das Wasser wieder abgepumpt und alles ist in Ordnung. Wie häufig nehmen Sie solche Transplantationen vor? In ganz Deutschland, es gibt Zahlen, die schwanken zwischen 5.000 und 8.000 pro Jahr. 5.000 und 8.000? Ja, schon viel. Und woher kommen die Spender? Natürlich von spenderwilligen Patienten, die verstorben sind. Man hat immer eine Warteliste bei Hornhautverpflanzungen. Es gibt Hornhautbanken, aber die bewahren das Gewebe natürlich auch nur eine bestimmte Zeit auf und verteilen. Aber im Grunde ist es so, dass wir tatsächlich auch da einen Mangel haben. Ne? Sagen Sie uns vielleicht noch, wie der Ablauf einer solchen Operation ist und was wird da genau gemacht? Narkose, Nicht-Narkose? In der Regel in Vollnarkose, man kann es aber in Ausnahmefällen natürlich auch in lokaler Betäubung machen. Das gilt jetzt für die perforierende oder penetrierende Keratoplastik, wo tatsächlich eine Scheibe ausgeschnitten wird und durch eine neue Scheibe ersetzt wird. Beim Hornhautteilersatz läuft das Ganze völlig anders ab. Das kann man natürlich mit einer leichten Betäubung machen. Wenn ich nur die innerste Schicht ersetzen muss oder wenn der vordere Teil der Hornhaut eingetrübt ist und ich muss nur ein Scheibchen wegschneiden und ein neues Scheibchen draufsetzen, das vielleicht nur so ein bisschen festgenäht werden muss, das ist ein wesentlich weniger invasiver Eingriff. Da brauche ich natürlich keine tiefe Narkose. Und jetzt zur Frage des Heilungsprozesses. Wie lang dauert der in der Regel?
also im Schnitt jedenfalls. Und wie groß sind die Einschränkungen für den Patienten? In der Regel muss das Ganze ja genäht werden und die Nähte müssen irgendwann entfernt werden. Man entfernt den ersten Teil der Nähte nach einem halben bis dreiviertel Jahr, manchmal nach einem Jahr und den zweiten Teil eben ein halbes Jahr später. Die Patienten haben eigentlich keine großen Einschränkungen. Sie müssen aber relativ lang tropfen Antibiotika und kortisonhaltige Derivate, um Abstoßungsreaktionen zu verhindern. Herr Professor Augustin, ich danke Ihnen sehr herzlich und ich möchte unseren Zuschauern noch gern den Hinweis geben, dass eine Organspende selbstverständlich dringend erforderlich ist und gewünscht wird von unseren Kliniken. Und Sie können sich informieren unter organspendeinfo.de. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.